Einen wunderschönen guten Tag, ihr Schuppen von der Art. Ich bin's, Mut Hansen, und das hier ist Breachers. Leute, ich habe Breachers schon in der Alpha gespielt, seinerzeit auf der Quest. Und jetzt habe ich hier gerade die Pico-Version. Und wisst ihr, was bei Breachers echt auffällt? Das ist ja von demselben Studio von Triangle Games, die Hyperdash gemacht haben, ja? Was hier echt auffällt, ist, wie krass die Grafik können auf den mobilen Geräten. Ja? Guckt euch das mal an hier, der Boden hat irgendwie so fancy Reflections. Wenn man sich die Wände anguckt, ja, die Materialien, das ist nicht einfach nur eine Textur, sondern das sind immer wirklich gelayerte Shader und sowas. Also, falls ihr euch mal mein Red Matter Technik Video angeguckt habt, die Jungs, die sind auch gut drauf, ja, die stehen den Red Matter Jungs gar nicht so nach und haben hier in den Scheiben sind auch Reflexionen etc. Das sieht wirklich alles toll aus. Ich habe gerade ein Tutorial gemacht, wie man das ganze Spiel bedient. Grab the edge of the railing and pull yourself over it. You will automatically shoot your grappling hook. Now lower yourself until you're facing the window, so make sure you turn accordingly. Good. Now punch the barricaded window to break the barrier. Great. You are now in control of the drone. Just use your joystick to fly around and use left and right triggers to move up and down. Try to fly through each checkpoint in this arena. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Shooter, da ja, merkt man so, da ist alles fummelig und so. Und Reachers machte wirklich schon auch in der Alpha Day One einen absolut fantastischen Eindruck. Das Ganze ist ein taktisches Shooter. Ja, also nichts mit rein und alles wegballern, sondern ein Team verteidigt, eins muss ein Haus einnehmen. Man hat dazu auch tatsächlich so Möglichkeiten, sich durch Wände zu sprengen etc. Sehr geil. Und ich finde die Grafik wirklich für mobile Verhältnisse absolut bemerkenswert. Hier auf der Pico 4, die ich gerade habe, ist das von der Bildschärfe auch ehrlich gesagt ganz gut. Ja, also für eine mobile Plattform sieht das hier alles wirklich voll Knorke aus. Bin begeistert. Ah, guckt euch das mal an. Waffen sehen auch sehr cool aus. Das Waffengefühl ist fantastisch. Auch das Force Feedback fühlt sich an. Wirklich gut an. Man kann übrigens Handfeuerwaffen auch zweihändig. Das Ganze ist jetzt parallel heute für die Pico rausgekommen, für die Quest und für SteamVR. Ich gehe mal davon aus, dass es Crossplay hat und werde jetzt versuchen, hier mal meine Jungs zu finden und was zu spielen. Also drückt mir mal die Daumen. Damn. Oh, was kann man denn hier spielen? Ich will was spielen. Oh, krabbenfürchtig. Hyperdash. Naja. Hyperdash kannst du spielen? Hyperdash Automat. Echt? Hyperdash. Ja. Sinnlos, ey. Eine Bar im Keller. Mit Band und Schnickschnack. Meine Fresse. Süß. Kann man eine schöne Party machen. Ja. Kann man ein bisschen singen, Karaoke. Doch. Hallo. Sieht doch alles schön aus. Oh. Es geht los. Ganz was Neues. Ja, sieht ja nach Arbeit aus. Schick. Fuck. So, jetzt kenne ich hier noch keinen einzigen Weg. Gar nichts, aber ich kann sie schon hören. Boden? Hab keine Ahnung, irgendwo. Da hinten bist du. Ich guck meine Map an. Also wir sind hier gar nicht viel Auswahl. Ja, schöne Lobby. Jetzt aber hoch in die nächste Etage. Ey, das ist schon ganz schön groß. Ja.
riesen Lobby. Oh, hier ist ein Greenscreen. Ich finde es echt crazy. Die haben hier das ganze Global Lightning immer mit reingebacken. Das sieht so gut aus. Ja. Ich kann nur noch. Oh, oh, oh. Ich glaube, da ist schon jemand. Ein Laser verrät dich wieder. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wie schalte ich den aus? Ich weiß nicht, wie ich den ausschalte. Vorne anfassen, mit der zweiten Beide mit der Hände Offhand nehmen? Anfassen. Ja, genau, alles mit der Offhand und dann ja, den ja, Trigger. Ich hab den ausgeschaltet, alles klar. Ach, verdammt, der hat sich vorne versteckt. Bei der 5. Die Renner hier vorne war bewegt sich jetzt. Jemand, wobei. Mhm. Kommt jetzt gleich von hinten. Oh, noch weiter. Oh, fuck, 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 er sieht mich. Hab ihn. Sehr gut. Ah, oh, die ist ja auch schön groß. Warte, halt ich ein bisschen zurück. Ja. Ich habe noch eine Spritze, die muss man wieder aufladen. Oder Claudia hier hat ja eine liegen lassen. Nee. Aber wir haben hier das Dings. Hier ist das, wir müssen bloß das EMP bewachen. Warte mal. Da ich kommt einer. Ja, hab ihn. Gut, Runde gewonnen. Sehr gut. Ich habe als Geist noch ein bisschen Map angeguckt. Bin ich wieder bei euch. Sehr schön. So, da irgendwo. Ich einmal durch den Lüftungsschacht krabbeln. Da komm ich mit. Wo sind wir? Ah, du hast auch einen EMP. Ich begleite dich. Das ist, glaube ich, hier drin. Aber ich habe auch irgendeine Anzeige wegen Ping. Also, also ich hatte ich aber auch schon die ganze Zeit so eine gelbe Anzeige. Ist das Ping? Ja. Vom Augenblick ist es wieder schick. Nee, ich habe so ja, ich glaube, die waren schon. Aber wir sind doch auf dem Ami. Wir sind ja noch auf diesem Alex-Server, weil wir uns ja unfrienden. Oh, scheiße, und ich habe mich am Setzen an die Mauer gehängt. Das ist ja lustig. Das ist, naja, so ein amerikanisches Server. Ich bin gespannt, ob wir uns jetzt hinterher joinen können, wenn wir dann. Nee, hier ist das Treppenhaus, hier ist nicht der Lüftungs. Wo ist hier der Lüftungs? Da oben vielleicht? Ich glaube da oben, in der Satellitenschüssel. Oder hier? Ein Gegner. Hier ist ein Lüftungs. Oh mein Gott, ich habe jemanden erschossen und bin erblindet. Oben? Wo ist ein PJ? Hier da. Unten? Ich weiß hier oben. Nicht, wo ein PJ ist. Wo seid ihr? Hier. Ein unter dir. Oben auf dem Dach. Unter dir. Wir suchen gerade den Lüftungsschacht. Ich sehe PJ. Achso, hier. Hier ist der Lüftungsschacht. Guck mal. Geht's denn hier noch hin? Ich geh schon mal den Lüftungsschacht runter. Achso, hier. Ich komm mit dir. Ist noch ein Dings. Jetzt bin ich im Serverraum. Bin ich schon dann hin? Hä? Ach, Behinderung? Hier im Treppenhaus. Ihr meint Feuer geht auf. Ich höre noch was irgendwie. Seid ihr was? Mist, ich bräuchte Spritze. Nee, das ist. Warte, ich hab. Meine? Ich hab einen erschossen. Ja. Oh, krass. Runde sehr gewonnen. Gut. Runde gewonnen. Aha. Was zum Mitnehmen? Ja, klar. Ja. Piranha hat wieder einen EMP. Wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also, du hast drüber gesprochen. Genau. Ja, alle anderen haben nicht zugehört. Hier in der Ecke. Ah, vorne. Scheiße. Mich hat er auch erwischt. War ich gerade zu Killgeil, hab die Schritte gehört. Ja, Leute, kommen wir mal zum Fazit. Hier sind wir wieder im Menü. Also, ich bin ziemlich begeistert. Das Spiel macht einen sehr guten Eindruck. Ja, wenn ihr Firewall Zero Hour auf der PlayStation kennt, dann wisst ihr, wie hier das Gameplay ist. Scheinbar gibt es aber auch zusätzlich noch einen Deathmatch-Modus, was ich tatsächlich sehr begrüße. Denn ich bin jetzt nicht der Typ, der immer nur dieses. Ja, ich bin tot und dann muss ich warten, bis alle anderen weiter fertig gespielt haben. Das mag ich nicht andauernd. Das hat natürlich einen speziellen Nervenkitzel. Aber
muss man auch nicht haben. Also, für alle, die das Spiel noch nicht verstanden haben. 4 gegen 4 spielen und ein Team verteidigt halt das Haus, beziehungsweise diese Bomben, und die anderen müssen sie ausschalten und haben dazu verschiedenste Hilfsmittel. Ja, sie können sich durch Wände sprengen oder und müssen dann auch mit einem Gerät halt die Bomben aus dem Gefecht setzen. Die Verteidiger haben Sprengfallen, können die Türe mit Schilden versehen und sich da verbarrikadieren. Ja, und das Ganze ist sehr taktisch. Die Mannschaft, die gewonnen hat, Das Ganze geht dann offensichtlich 12 Runden, und wer am Ende die meisten Runden gewonnen hat, hat insgesamt gewonnen. Fantastisch. Hier ist auch ein Knopf gegeneinander, der ist noch ausgegraut. Im Spiel konnte ich aber angeblich eine Map anwählen, die Team Deathmatch beinhaltete. Das ist nämlich Map-gebunden. Und scheinbar gibt es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mindestens 3 Maps. So. Man kennt das von den Hyperdash-Entwicklern, Triangle Factory. Die waren auch bei Hyperdash schon sehr, sehr rührig. Da kam ständig neuer Content etc. Also das ganze Ding hier ist wirklich fantastisch verarbeitet, sowohl game-mechanisch als auch technisch und optisch. Echt ein Vorzeige-Shooter. Ich bin begeistert. Von mir kriegt es einen absoluten Daumen hoch. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob das was für euch ist. Und dann hoffe ich, wir sehen uns hier demnächst mal Seite an Seite oder über Kim und Korn. Denkt an ein Däumchen. Abonniert habt ihr hoffentlich schon. Stanis Mortensen, ich bin raus. Bye. Ciao.